Artikel, der ist schon einige Tage alt. Da steht Verlust von mehr als 1 Million US-Dollar durch Fake Apple Coin. Das ist ja nicht nur, darum geht es ja nicht nur. Es geht ja auch darum, dass es zig verschiedene Kryptowährungen gibt, ne, auf der Welt. Es gibt so viele Kryptowährungen mittlerweile. Ich habe letzte Mal gelesen, dass es 12.000 gibt. Dann sagt der andere, es gibt 16.000. Dann gibt es ja noch so viele andere Sachen wie auch NFTs und hast du gesehen, aber so viele sind von denen fake. Vielleicht hast du das mit Squid Games mitbekommen. Ich weiß ja nicht, ob du darüber informiert bist. Ja, Squid Game war sehr, sehr, sehr witzig oder sehr interessant. Ich habe da live mitverfolgt, wie das quasi die Candle komplett nach unten ausgebrochen ist. War auf jeden Fall sehr, sehr krass zu sehen. Aber ich finde, ja, es ist sehr, sehr schwierig, ne? Der Markt, wie du sagst, wir haben so viele Coins, ne? Es sind so viel. Jeder Depp kann einen Coin machen, ne? Kann das dann Next Shiba Inu Megacoin nennen. Und wenn der Hype dann kommt, ne, kann das natürlich durch die Decke gehen. In dem Fall war das jetzt hier mit den Coin von den Bored Ape Yacht Club, ne? Das sind ja die NFTs und die haben einen eigenen Coin rausgebracht. Und ich denke mal, da wurde dann auch so ein Scam-Projekt entwickelt und dann Rugpull gemacht. Ja, Leute, passt auf jeden Fall auf, ne? Der Markt ist, wie gesagt, noch, wir haben noch keine Regulation. Wir hoffen bald, dass Ripple die erste oder einzigste Kryptowährung ist, die dann die Regulation hat. Aber ja, Leute, ihr müsst einfach aufpassen, ne? Der Kryptomarkt ist einfach noch so unberechenbar, ne? Wir haben überhaupt keine Regulation hier auf dem Markt, ne? Es ist so viel Scam noch drauf, ne? Man sieht NFT ist so eine geile Technik, ne? Hat so einen geilen Use Case, aber wie das jetzt einfach genutzt wird, finde ich mit den ganzen Affenbildern und so, finde ich halt sehr, sehr schwierig, ne? Und ich glaube, die nächste Zeit wird halt noch richtig Probleme geben, ne? Wenn dann die ganzen Regulationen kommen und so, dann werden halt solche Projekte alle verschwinden und viele, viele Leute werden alle ihr Geld verlieren, ne? Also jagt nicht immer so diesen ganzen Moon hinterher, sondern informiert euch wenigstens, hört nicht nur auf uns oder auf den anderen, auf ganzen YouTuber, sondern informiert euch selber. Ne? Man kann halt nur, wir versuchen Projekte vorzuschlagen, wo wir uns selber informiert haben, was wir selber gut finden, aber macht euer eigenes Bild. Das ist immer das Wichtigste, was wir euch eigentlich mitgeben können. Ne? Es gibt auch viele Leute, die einfach nur Geld verdienen wollen auf YouTube, die einfach ihren Standpunkt, sag ich mal, ausnutzen, um auch Projekte zu hypen. Viele Influencer, gerade auch, wie gesagt, NFT-Bereich natürlich wieder. Ne? Aber das ist ja meine Meinung auf jeden Fall zu den ganzen Themen. Es gibt ja immer wieder die Personen, die schauen sich Videos an auf YouTube und sagen, boah, das ist zum Beispiel cool. Und dann kaufen die den und ein, zwei Wochen später fällt der Kurs von diesem Coin-Krypto fällt und dann sagen die, aber du hast das zu uns gesagt, dass das cool ist und so. Wir sagen zum Beispiel, wenn es um XRP geht, wir sagen, XRP ist cool. Aber das heißt jetzt nicht, dass XRP nächste Woche durch die Decke geht, nur weil wir sagen, XRP hat Zukunft. Das heißt, langfristig gesehen ist XRP eine geile Sache. Ich habe es jetzt ein Beispiel gesagt, XRP da und dieser Kanal XRP Deutschland heißt. Aber es geht nicht nur um heute, es geht nicht um morgen, es geht um die Zukunft. Wir planen immer, Leute, da müsst ihr wissen, wir planen immer etwa in 5 Jahren, 5 bis 10 Jahren, dass wir dann irgendwann mal auf diesen Standpunkt sind. Das soll unsere Rente sein, das soll unsere Altersversorgung sein, das soll unsere Zukunft sozusagen sein und nicht morgen bin ich Millionär, nur weil ich jetzt ein paar Kryptos kaufe. Ja, hundertprozentig, auf jeden Fall. Genau wie Sinan sagt, ne? Also informiert euch einfach vernünftig, steckt euer Geld auf jeden Fall dann in Projekte rein, wo ihr euch selber vernünftig informiert habt. Und diese ganzen Low-Market-Cap-Projekte, da könnt ihr ja mit ein bisschen Spielgeld machen, was euch einfach nicht wehtut, ja, wenn ihr das dann irgendwie verlieren könnt. Ne? Wie gesagt, mit den Squid Game-Token, überall war es in den News drin, das schießt durch die Decke und im Endeffekt genauso wie im Endeffekt auch im. Und im Endeffekt genauso wie es in der Serie war, ne? Ich glaube, ihr habt das alle selber gesehen, hat dann nur einer gewonnen und das waren im Endeffekt jetzt hier die Entwickler, ne? Und die ganzen Leute haben ihr Geld verloren. Deswegen ist der Ruf von Krypto manchmal auch ziemlich am Arsch, ne? Weil wir so viele Scam-Projekte haben und viele sagen, ja, das ist alles Verarsche und so. Aber die Leute, es ist halt einfach Unwissenheit, ne? Und einfach blindes Investieren in Projekte. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt auch so manchmal irgendwelche negativen News, wie letztes Mal hat uns einer erzählt, Strom wird ausgestellt von einigen Städten, weil die zu viel Kryptos mit Kryptos arbeiten, Strom sparen, herzlich gesehen. Immer diese News haben manchmal nichts zu bedeuten, auch wegen dem Preis nichts zu bedeuten. Gerüchte gibt es immer, hört nicht auf Gerüchte. Investiert langfristig und nicht kurzfristig. Das ist natürlich alles unsere persönliche Meinung. Egal, was wir euch vorstellen, ist immer unsere persönliche Meinung. Informiert euch auf jeden Fall, worin ihr investiert. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir lassen alle einen Daumen hoch, aktivieren die Glocke, abonnieren diesen Kanal. Kommentiert mal, was ihr zu dieser Sache sagt, ne? Was haltet ihr von Low-Market-Cap-Projekten? So, was investiert ihr gerne rein? Werde auch du ein Teil unserer Instagram-Seite und unserer Telegram-Seite. Beide heißen XRP Deutschland. In diesem Sinne, haut
Haut rein, Leute. Haut rein.